Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Ja, wir sind immer noch hier im Kanal unterwegs. Und haben mal wieder mehrere Basilisken hier. Eins ist gekillt. Gegner einfach. Das ist nur der Rückweg. Ein Basilisk. Genau, er springt schön drüber. Genau. Okay, ranschleichen hat schon mal funktioniert. Mich da oder ist das stärker als der andere gewesen irgendwie? Glassplitter. My baby. Ah ja, jetzt können wir selber auch so Feuer. Keine Ahnung, was das Feuer oder so ausschicken. Die Frage ist halt, womit es. Das skaliert mit Intelligence und Faith. Okay. Na gut, Intelligence ist natürlich ganz unser Gebiet, unser Kapitel. Nachricht wurde bewertet. Na, sieh mal einen an. Ich habe wohl schon gerade jemanden das Leben gerettet. Das ging ja schnell. Na toll. Kommst du her jetzt oder was? Das war auch die erste Nachricht, die ich überhaupt geschrieben habe. Schau mal, vielleicht setzen wir ja hin und wieder mal mehr Nachrichten. So, jetzt sind wir hier. Okay. Und hier hätten wir schon mal die Tür öffnen können. Richtig. Das muss jetzt nämlich die sein. Genau. Das ist sie. Ist hier kein Imp. Und da drüben ist einer schön, aber. Kannst du noch was anderes auch, oder? Ja, okay, runterfallen kannst du. Gerne. Pizza. Toll. Jetzt kann ich auch anvisieren endlich. Meine Penner.
Sagst du jetzt, ha? Immer noch die Taktik. Okay, schön. Kein Problem. Gerne doch. Ah, meine ich auch. Unterhalb von dem Rohr ist auch noch einer, beziehungsweise unterhalb von dieser Plattform hier. Aber erstmal den da unten eliminieren. Schön, dass ihr immer alle was zum Werfen habt. Nein, du sollst die Waffe wechseln, verdammt. Sie alle nur werfen? Schaut irgendwie so aus, ha? Schön. I don't care. Frag mich, ob es da unten was zu holen gibt, wenn man dorthin kann. Ich glaube aber eher nicht. So, hier müssen wir aufpassen. Noch nicht. Hier ist der vorher gestanden. So. Leiter, damit wir hier wieder rauf können. So, und jetzt geht's hier lang. Da hinten rennt eine Ratte. Das ist der Weg, den man gehen sollte. Warte, dann gehen wir erstmal den anderen Weg. Muss irgendwie dieser Ratte folgen oder so. Schauen wir mal, wo wir hier hinkommen. Können wir gebrauchen. Hier so ein bisschen Labyrinth wieder. Und noch vor allem wieder auf weitere, dass das Graben trifft. Schmiedestein 8. Sonst ist ja aber auch nicht viel zu holen, glaube ich. Wenn ich mich da recht erinnere. So, gut. Hier geht's noch weiter. Auch hier ist ein Käfer, den wir nicht brauchen. Da ist eine Sackgasse. Okay, und das war's. Damit sollten wir diesen Teil hier, glaube ich, durchhaben. Was zum... War das ein Imp, der da drauf gehängt ist vielleicht? Da ist noch einmal einer. Okay, jetzt habe ich mich verirrt. Scheiße. Das war es wohl doch noch nicht hier. Umkehren. Weil hier ist nur ein Ausgang. Okay. Genau, hier sind wir wieder hier in der Gegend bei den Rohren mit den Imps. Ja, hier ist umkehren, weil hier braucht man echt nicht hin. Ist im Grunde nur eine Falle sozusagen, dass man halt falsch läuft. Warte mal. Von da sind wir gekommen. Na, da oben war der Käfer, richtig? Mm-hmm.
Hier waren wir vorher schon. Und... okay, genau. Das hier ist die Gegend, wo wir vorher hingegangen sind. Das heißt, von hier sind wir vermutlich gekommen, richtig? Genau, hier sind wir reingesprungen. Okay. Passt. Alles wieder klar. Leider sieht man ja das Ganze auf der Karte nicht. Also, was sowas, solche Dinge betrifft, ist die Karte absolut unnötig. So, wir müssen jetzt schauen, wo die Ratte ist. Gut umschauen, ja, ja. Da ist sie. Oder zumindest eine. Scheiße. Falle. Gut, wir springen da noch nicht runter. Da läuft nämlich die Ratte. Genau. Hier ist nämlich Mama. So auf die Art. Sicher bin, ob das jetzt notwendig war, aber hier geht's dann wohl hinab. So nicht, Kollege, so nicht, ja. Ah ja, und jetzt sind wir hier. Da ist der andere Typ vorgestanden. Und hier waren die Basilisken, jetzt können wir hier aufmachen und haben eine weitere Abkürzung geschaffen. Und hier müssten wir jetzt dann sein, richtig? Oh, 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 oh. Es sind doch kleine hier. Ja, ziemlich viele kleine hier. Aber der Große ist schon mal so gut wie erledigt. Ich bin sonst einfach abkauen von denen, weil man kann ja einfach hier rein und ab geht's in die Tiefe und zwar mit einer Geschwindigkeit, Alter. So, wir sind hier unten angekommen. Es fehlen über 32.000. Ja, das haben wir hier leider nicht. Scheiße. Weil hier sollten wir noch nicht weitergehen. Weil da hinten kommt ein Boss. Das heißt, wir werden uns noch mal kurz Runen holen. Unserem netten Drachen für ein Level-Up und dann holen wir uns diesen Boss. So, das heißt, wir brauchen Bleed. Oh, wir können Reduvia gar nicht verwenden. Nee, das ist natürlich nicht optimal dann. Es wäre gescheiter, zwei Katana zu nehmen. Nein, mit jetzt hier hin. Offhand bist du und Mainhand bist du.
wir die Blutflamme eigentlich? Nein. Das ist nicht einmal zu schwer. Allzu viel Blutungsschaden machen wir nicht. Aber wir machen genügend Schaden nativ, weil wir schon stark sind. Nö, haben wir auch noch nicht. Hey, da haben wir noch was zu tun beim Altersplateau. Oder da haben wir noch mehr zu tun, aber das ist doch was Wichtiges. So, und was gehen wir dann? Oh, in FP. So, das brauchen wir nicht mehr. Und auch hier. Wo ist es dann? Da. Und dann brauchen wir noch den da. Okay. Damit sollten wir ready sein. Tiefe der Verlorenen. Oh, der Part ist aber auch zu Ende, verdammt. Okay, also nochmal die Ausrüstung noch durchgehen. Stärkt Angriffskraft eines Verbündeten und reduziert einmalig Schaden. Aber Angriffskraft stärkt das auch. Residenz, körperlicher Schaden. Gibt es noch irgendwas, was wir hier brauchen könnten? Immunität, Robustheit, das brauchen wir jetzt so alles nicht. Ausdauerregeneration vielleicht. Und das hier. Okay. Gut, Freunde. Damit sollten wir bereit sein für den nächsten Part dann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!